Buongiorno, liebe Freunde des italienischen Genusses. Herzlich willkommen in meiner Küche. Heute machen wir ein ganz, ganz einfaches Rezept. Das nennt sich Pici Toscani, Cacio e Pepe. Wie könnte es anders sein? Die Hauptkomponente sind die Pici-Nudeln aus der Toskana, die noch per Hand verarbeitet werden und die über 72 Stunden lang trocken in einer Trockenkammer, die nicht über 37 Grad ist. Das ist hier richtige Handarbeit und deswegen haben diese Nudeln 22 Minuten Kochzeit. Und ich schwöre es euch, es lohnt sich, jede Sekunde abzuwarten, bis die durch sind. Wie ihr seht, ich habe die schon in kochendes Salzwasser reingetan. Ich nehme da immer ungefähr 120 Gramm pro Person. Das heißt, pro Kopf könnt ihr euch da ein bisschen orientieren. Mit 120 Gramm seid ihr in den meisten Fällen immer genau richtig. Die zweite wichtigste Komponente ist Käse. Wir nehmen heute Abend oder wir nehmen für dieses Rezept zwei verschiedene Käse. Ich habe genommen einmal Parmesan und einmal ein Ricotta Salata aus Sizilien. Aber natürlich passt dazu auch gerne Pecorino oder ein anderer Hartkäse. Gerieben in einer Schüssel und sobald dann das Wasser, wo die Pici drin sind, anfängt zu kochen, nimmt ihr einfach ein paar Löffel von dem Wassersud und mischt den Käse zu einer schönen Creme zusammen. Dazu kommt Pfeffer. Ich habe hier eine Mischung von bunten Pfeffer. Ich liebe die. Ich mag das auch sehr gepfeffert. Also das heißt, auch hier einfach so viel dazu tun, wie es euch am besten schmeckt. Die letzte Komponente dazu ist einfach ein Teelöffel Olivenöl. Ich habe natürlich das von meiner Mama, was auch sehr gut dazu schmeckt oder was ich auch sehr gut empfehlen kann, ist das Olivenöl mit Orange. Das ist mit 10% Orange, das wird mit richtigen Orangen zum Öl dazu gepresst. Ist ein sehr hochwertiges Verfahren oder sehr ein schwieriges Verfahren. Gar nicht so einfach, es hat aber keinerlei Zusatzstoffe, sondern sind reine Orangen mit dazu gepresst worden. Das Ganze habe ich dann in einer leckeren Creme vermischt. Und jetzt warte ich einfach auf die letzten Minuten von den 22 Minuten von dem Pici Toscani. Die nehme ich dann einfach raus aus dem Topf, mische die in der Schüssel zusammen und serviere die dann auf den Teller. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr passender Wein dazu. Wer Rotwein mag und liebt, ist dieser Terra della Baronia. Ist ein Sizilianer, hat schon was in sich. Der Alkoholgehalt liegt bei 14,5. Nicht zu viel davon, allerdings ein Glas Rotwein ist auf jeden Fall jeden Abend drin. Mein Opa sagte immer, Mensch Junge, denk dran, das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Rotwein und eine schlechte Pasta zu essen. So, dann mache ich mich mal wohl ans, gleich wird das soweit fertig sein. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ihr könnt mir auch gerne dazu schreiben oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail unter giuseppe@giulea.com und freue mich natürlich auch auf Bilder, wenn ihr das selber kochen wollt und was da so eure Erfahrung geworden ist und wie lecker es euch geschmeckt. Übrigens ist natürlich 100% vegan, also hier kommt fast jeder auf seine Kosten und die Zubereitung ist total easy und in 22 Minuten ist der Teller fertig. Schön, dass ihr dabei wart. Freut euch auf weitere Rezepte, einfache Rezepte, die jedermann kochen kann. Und zu Hause ist es im Moment am schönsten. Alles Gute. Ciao. Arrivederci.